Hello? Hey Leute, was geht ab? Game Inc. am Start und wir spielen weiter Until Dawn im Blind First irgendwas Gedöns. Und deswegen starte ich auch schon mal die Aufnahme und sage fortsetzen. Und während ihr euch, was bisher geschah, anschaut. Es war nur ein Spaß, Ham. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. So, Leute. Kapitel 3, Folge 3. Als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Und nach dem Verschwinden der eine. So. Okay. Sind wir ausgestiegen, landeten wieder beim Psychiater, der hat uns wieder ein paar Fragen gestellt. Und wir haben tatsächlich Schauspieler hier, habe ich erfahren, in den Extras. Und ich habe mir leider den Namen von dem Typen nicht gemerkt. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer bist du? Ah. Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh Gott. Richtig geraten, Leute. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Da wir ja wissen ungefähr, was passiert ist und dass ich Mist gebaut habe. Wir tasten uns mal vor. Beth? Wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? No. A. N. N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. I. L. L. Oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stell noch eine Frage. Ist Hannah gestorben? Wer hat Hannah getötet? Wir tasten uns langsam vor. Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? Ich. L. I. L. B.
B? Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. B? R? O? O? Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Okay, krass. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. Es gibt ja auch den Film. Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Ja. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter! Es ist nicht Ashley's Schuld! Ich kann das nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Aber irgendjemand stand ja dahin. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Ich kann mir leider Namen nicht merken, aber ich glaube, es war die eine Blonde. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake, ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Ja. Wollen wir Detektiv spielen? Okay, wir sind zurück. Okay. Yes. We start where we left off. Verdammter Scheiß. Okay, du kannst nicht klettern. Ich halte an meiner Philosophie fest. Solange nicht Not am Mann ist, cool bleiben und safety first. Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Jess! Oh. Da ist irgendwas. Bist du da drin? Nein, bestimmt nicht. Wow. Oh, shit! Aber es sind hat immer mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Okay, lass uns weitergehen. Das soll uns jetzt natürlich ein bisschen die Nerven rauben. Ach, komm schon. Aber was sie sehr gut umgesetzt haben, ist, dass wenn die Kamera... Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Okay, das war echt gemein. Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht... Nein! Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Okay, schön. Du gewinnst. Oh, das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Der Predator ist wieder in den Büschen. Wenn's dir Spaß macht. Ich finde das sehr komisch. Das ist verflucht nah. Okay, da ist wieder so ein Totem. Ich würde behaupten, es ist ein gelber. So ein Hinweis. Ein Führungstotem. Alles klar. Der sagt uns natürlich immer, wo wir hingehen können. Ja, wir müssten doch so langsam bei dieser Kackhütte sein. Wow! Das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Ich muss aber sagen, dadurch, dass man nicht so viele Interaktionsmöglichkeiten hat, bis jetzt, wirkt das schon ein bisschen besser. Also man hat dann noch mehr eher ein Gefühl, einen Film zu haben. Da leuchtet irgendwas. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich warte jetzt aber noch so ein bisschen auf die richtige Spannung. Nein. Hallo? Also so der richtige Horror. Irgendwas Übernatürliches hätte ich gerne. Monster gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, nur die... Ja, ja.
Ja, sowas ist halt billig, ne? Das Vieh hat uns fast umgebracht. Okay. Das Spiel lockt den Spieler natürlich auch, wie ihr seht, echt auf falsche Fährten. Und wir haben so ein bisschen was wie ein Silent Hill, nur auf einem ganz neuen Level, so von wegen. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Yeah. Total. Ist nicht euer Ernst, oder? Alter, da die Haken. Alte Maske. Na super. Ey, ich bin so jemand, der versucht, keinen Unfrieden zu stiften. Ich versuche das. Aber wahrscheinlich ist es falsch und man muss rachsüchtig sein und alles. Die Maske. Oh, Beth. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Das Pech. War nicht meine Intuition. Ja. Was haben wir hier drin noch was? Außer so ein paar Haken. Hier, Ketten, die an Ketten hängen. Oh Gott, was ist das? Was hängt da? Toter Hund oder was? Na, super eklig. Jetzt will ich aber doch mal ein bisschen Fortschritt machen. Jetzt tappen wir hier die ganze Zeit durch diesen Wald. Ich meine, wo ist diese Hütte? Gott verdammt. Ich hab auch. Also wenn hier solche Geräusche macht, dann hat er aber ganz schöne Probleme. Das ist ja nicht mehr normal. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Okay, da ist der Hirsch. Verdammt! Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Ich mach gar nichts. Was ist, wenn ich gar nichts mache? Michael! Was? Er hat Schmerzen. Siehst du das nicht? Ja. Ja. Okay, na dann tritt ihn nicht. Okay, ich wollte nur... Wolltest was? Ich wollte gar nichts machen. Oh mein Gott, was für eine Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brachiosaurus! Hier lang, mich! Komm hier rüber! Ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Da! Da! Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Okay, ich muss jetzt mit allem rechnen. Okay, da ist die Hütte, Gott sei Dank. Oh nein. Komm schon, wir müssen weiter! Ja, ja! Hol die Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Komm, irgendwas da hinten muss doch kommen. Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Jetzt komm, gib mir irgendwie so ich fühle mich wie nach einem Kleinigkeit. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Wir sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, wir kommen garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich würde die Sachen halt verrammeln. Ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Natürlich. Okay. Aber im Internet gibt es auch Pinguine. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Wenn es nur ein Bär wäre. Okay. Ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Na, super. Typisch. Boah. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder?
Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander... Diese Kopfbewegung, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Mike, Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Ich sehe schon, das endet ganz, ganz schlimm. Wir erinnern uns vielleicht noch, in der ersten Folge war das. Wir haben da eine Vision gehabt, wie jemand verbrennt. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Na? Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Haben wir das hier auch? Nope. So, dieser Ding-Horror fehlt mir. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Fusebox. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Sorry, du bist falsch verkabelt. Hanna holt Bronze bei Alberta. Okay. Sie war wohl Tennisspielerin. Hier diese Fenster. Das wäre so eine Sache, um was Stimmungsvolles aufzubauen. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Das Kamasutra. Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Ich würde behaupten... Ah, Mann, verdammt! Weg, weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Mann, oh Mann. Die Taschenlampen sind aber nicht schlecht. Jetzt Streichhölzer. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Handy verloren. Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Natürlich. Scheiße, nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde... Wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären oder was immer das war. Okay. Das klingt vernünftig. Da sind die Streichhölzer. Looky, looky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Ja. Wunderbar. Ist auch schön, dass das jetzt alles nur mit so kleinen Punkten angegeben ist. Also hier kommt auch das Touchpad schön zur Geltung. Wirklich schön. Bravo. Nur die Sache mit dem Licht ist halt Mist. Was kommt jetzt? Ich glaube... Erstmal gar nichts. Oh, mit Alkohol wäre es entspannter. Okay, ich gehe zurück. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Das ist okay. Mache ich irgendwas falsch? Nein, 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 nein. Ich meine...
Ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. So ist brav. Das ist so. Bei der Steuerung kommt so eine Sache, die ich auch bei Ding nicht so geil fand. Voila, die Läden sind dicht. So. Bei Heavy Rain fand ich das auch nicht so geil. Tut mir leid. Du weißt, du greifst und ziehst schon rüber, und dabei ist die Steuerung zu langsam. Mir ist es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Das ist schön, dass sie so ehrlich zu mir ist. Das gefällt mir. Abschätzig. Oh, komm schon. Was? Verschon mich doch mit diesem albernen Kinderkram. Das ist doch Blödsinn. Ach nee, hey, ich dachte... Es ist die Wahrheit. Klingt kompliziert. Na, vielleicht bin ich kompliziert. Toll. Was? Ich dachte, du wärst keine von denen, die nur ihre Spielchen treiben wollen. Wofür hältst du mich denn bitte? Für ein Flittchen? Nein, ich meine, du bist halt nicht kompliziert. Michael. So was läuft gerade alles genauso, wie ich das geplant habe. Manchmal wünschte ich mir, du wärst nicht so süß. Und den Rest der Zeit? Komm her. Oh, das ging ja noch mal gut. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Ein Lüstling steht am Fenster und schaut herein. Sollten wir da wachsam sein? Ich glaube, nein. Okay, Leute, zieht euch was an. Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Be a man. Ich kann nicht nach der Waffe greifen. Ist das euer Ernst? Das ist die Freiheit, von der ich spreche. Aber die Musik ist super. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße. Diese Technik, was die heute alles kann. Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Aber super eng, das Ding. Okay, irgendwas passiert jetzt. Oh nein. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid. Es ist sehr eng. Weil Michael und ich nämlich gleich ficken. Genau. Wir haben jetzt gleich Sex. Und der wird echt heiß. Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun.
Das ist eine Ansage. Ach, so eine Scheiße! Ups. Schnitt. Dachte ich's mir doch. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Ja, das klingt einleuchtend. Gut, dann suchen wir mal diese Bibliothek, von der gesprochen wurde. Es scheint so, als hätte er Ahnung. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Kann ich zurück? Vielleicht war das echt zu viel. Die Maske da. Super creepy. Okay, da ist ein gigantisches Bild. Wo geht er hin? Alles okay? Ich glaube schon. What the fuck? Was? Da war etwas. Also ich sehe schon, da ist was Übernatürliches. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Weiß ich, vielleicht mag jemand Knöpfe hinter seinen Büchern. Push the button. Nee. Da habe ich doch noch was blitzeln sehen. Habe so die Hoffnung, noch irgendwie einen Totem zu finden. Ja, wir drücken. Wow, Wand geht auf. Man hat so einen leichten Delay. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Vorschicken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Ja, der Knopf hat scheinbar nie jemand beachtet. Einem Regal, dass man seine Bücher da hingestellt hat. Okay, da hängt irgendwas da oben. Porträtfoto. Wow, was ist das? Sie hat einen Schmetterling auf dem Arm. Kann ich da noch... So, ich muss dieses Foto wahrscheinlich... Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen, ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Heilige Scheiße. Hey, keine Geheimnisse. Ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ob das die beste Idee ist? Wahrscheinlich, ne? Okay, da geht einfach mal so eine Tür auf. Ich finde es schön, wie dynamisch die Leute wechseln. Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, die Frage ist doch, dann warum. Wäre das wirklich beschissen. Ups, da ist sie. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Ein Hinweis. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der Hausmeister, glaube ich, war das. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. No!
Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Oh. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar, ich werde... Ash! Ash! Oha. Das sieht mir sehr aus wie ein Hausmeister tatsächlich. Ach, das ist schon die Küche, okay. Die Frage ist, wie kam der rein? Na, wahrscheinlich so wie wir. Der atmet aber schwer. Bei dem wird es immer einladender. Aber irgendwie ist er mir auch sympathisch. Jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Lass mich raten. Ich mag sie am liebsten, weil sie eine Frau ist. Ja, ich bin sexistisch. Nein, okay. Ja, ich mag Matt, der ist mir sympathisch. Oh, die beiden. Ich mag sie eigentlich ein bisschen mehr, weil sie eine ehrlichere Haut ist. Oh, das ist, finde ich, richtig schwierig. Sie ist scheinbar nicht nur so das Blondchen und Flittchen, also sie hat wohl ein bisschen mehr zu bieten als das. Und er ist ein ganz schöner Schisser. Es ist dennoch super sympathisch, weil ich mag diese Einfachheit. Aber ich gehe dennoch auf sie. Ja, okay. Sie wird rausfliegen, sehe ich schon. Oder irgendwas. Das ist nicht schwierig. Ich meine, er ist nicht verkehrt, aber... Jetzt sag mir... Bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Sie. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich biestig bin. Der versucht, mich hier in eine Rolle zu drängen, die ich nicht bestätigen kann. Nein, nein, nein. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Oh mein Gott! Ash! Hey!
Also, der Psychiater versuchte zu sagen, komm her, ob man sich selber nicht mag. Dass man vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für Person, dich. Person, die man nicht mag, deswegen ist man von selber so. Finde ich ganz nett. Das sah schon echt fies aus. Viertes Kapitel sind wir. Loyalität, sieht schon bis zum Morgen. Das hat so ein bisschen was von... Ich würde mir was anziehen. Oh, von das Ding, ne? Oder 28 Days of Night oder so. Dieser Vampirfilm in der Arktis. Den folgen. Ich bin da immer ein bisschen sicher. Aber natürlich, wenn ich mir wahrscheinlich zu viel Zeit lasse, ist auch kacke. Scheiße, fuck, fuck! Jess! Nein! Also, warum guckt er nicht nach rechts, das Wasser zieht? Das ist so mir unverständlich. Du Scheiße! Fuck, 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 fuck! Okay, da war noch irgendwie was. Das heißt, wenn man riskiert Sachen, muss man tatsächlich kein Grenzrecht haben, behaupte ich. Die ist jetzt auch ganz gut hingekommen, wie ich finde. Ja, wie hat er die da balancieren? Ne, der springt. Okay. Schneller, aber schwieriger. Ne? Nachvollziehbar. Runterrutschen, Weg folgen, wir rutschen runter. Ja, komm. Ist das zu langsam? Nein. Okay, das war's mit der Lampe. Komm schon! Na los, Mikey Boy! Du machst es schon. Gut. Nice. Okay, jetzt kommt doch hier mal ein bisschen Action noch erstmals im dritten Teil. Jessica! Immerhin sie schreit. Aber wer zieht sie da? Jess! Bis der die Tür aufmacht, ist sie. Jessica! Ich 200 komme. Meter weg. Ich komme! Das ist eine Sackgasse. Elevator, lass mich da ab, der funktioniert nicht. Oh, komm, gib Gas. Jessica! Unsafe, keep out. Jessica! Hilf mir! Das tut man nicht alles so, um eine Frau zu retten. Jess! Dass der nicht rennt, verstehe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich mich extra so beeilt. Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? So sieht es nicht okay aus. Ihr seid ein Wichser. Was zur Hölle? Okay, den habe ich getroffen.
sehe schon. Jemand, der uns einen Streich spielen wollte. Wald, Minen, 0 und 12. Okay, das war kein Problem. Okay, Kletterpartie. Sicher schnell. Nice. Jetzt komm schon, komm schon, komm zu Papa. Okay. Na, hoch. Okay. Mann. Mal los, Junge. Was? Oh. Komm, komm schon. Komm schon, du blöder Schrott. Jetzt hat der noch behalten. Scheiße, ich muss es schaffen. Aber dass sie jetzt draufgegangen ist, ist schon gemein. Also, wahrscheinlich überlebt dann nur die, die ich am wenigsten mochte. Hey, dass sie sich keine Jacke angezogen hat. Die paar Sekunden sind noch nicht gegeben. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Das Sanatorium bestimmt. Ich meine, wer baut ein Sanatorium? Oh, was zum. Okay, wir wurden nicht verschleppt. Aber die anderen beiden wurden scheinbar verschleppt. Oh nein. Washington Lodge 41. Ash! Ash! Da liegt doch was. Uiuiui. Was bist du? Nicht gut. Nicht gut. Oh nein. Kann ich das öffnen? Dadurch, dass ich die Gefahr in diesem Spiel überhaupt nicht abschätzen kann, diese Masken überall, macht es die Sache für mich sehr schwierig, mich darauf einzulassen. Tatsächlich. Weil ich mir halt denke, habe ich einen Feind oder kommt er angekündigt? Was zum Teufel? Okay, hier sind wir richtig. Oh, shit, nein. Aber das Blut sieht gut aus. Ja, gut, belasten wir ihn nicht weiter mit diesem Anblick. Ash! Sie bewegen sich sehr langsam. Ich werde sehr viel aufgeregter. Ja, die Kamera sagt mir, ich soll dahin. Also. Tun wir das auch. Aber wenn wir in der Qualität mal Resident Evil haben, mit Zombies Ashley! Und so, kann ich mir das schon geil vorstellen, muss ich sagen. Also. Ist jemand da, Ashley? Zu deinen Füßen. Ich folge einfach mal dieser Blutspur.
Oh. Okay. Was zum Creepy Henker? Motherfucker. Wer tut sowas? Der scheint echt gewesen zu sein. Das schreckt mich aber gar nicht ab. Oh, shit. Okay, Schweinekopf. Dass es hier oben Schweine gibt. Oder hat er das vom Metzger geklaut? What we have here? Let us see. Oh Gott, schwarz. Todestotem. Okay. Das sah mir sehr nach Höhle aus. Das heißt, ich muss aufpassen, dass Mike, mittlerweile komme ich doch ein bisschen mit dem Namen zurecht, nicht stranguliert wird. Okay, das Blut war eine falsche Fährte. Warum bemühe ich mich überhaupt? Naja, dass der nicht stranguliert wird. Das heißt, ich muss bei dem echt aufpassen, nicht in eine Falle zu tappen. Aber wir werden es schon schaffen, dass alle draufgehen. Vielleicht sollte ich auch darauf abzielen. Wie wäre das, Leute? Ich versuche gar nicht. Na. Okay. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Ash! Ich versuche gar nicht, die Leute am Leben zu lassen mit meinen Entscheidungen. Natürlich in den Quicktimes, ja. Mal schauen. Wobei das ja auch schwierig ist, weil ich ja, Entschuldigung, dann immer gegenteilig agieren würde, wie ich das prinzipiell machen würde. Hey, komm, beweg dein Hoxen. Ist das die Hütte? Nee, oder? Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Oh. Oh. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ash. Scheiße. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Bitte, Leute, runter, du Psychopath. Bitte beruhig dich. Ich weiß natürlich, für welches ich mich schon entschieden habt. Christoph, und schau mal, ob direkt ich das vor dir befindet sich ein Hebel. Welcher das sein wird, alles, was du tun musst, erfahren. Ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, nein. Oh Gott, ich bin fast davon gewählt, gar nicht zu entscheiden. Okay, alles ist bald okay. Alter, Kumpel. Oh mein Gott. Denk lieber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Hop oder top? Was wird passieren? Ihr werdet es jetzt erfahren. Ashley, du musst nicht sterben, ich hol dich da raus! Oh. Danke! Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das bin ich mir nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Ich. Was soll ich denn? Oh. Nein, Chris! Oh. Oh nein, 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 oh, ich dachte, Gott, wir sind Freunde, ja. Mann! Ich dachte, sorry, wir sind Freunde! Sorry, warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Nein! Oh, Fulan, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh
heftig. Nein, nee, nicht hinsehen. Oh, denn nicht, Chris, bitte sag mir, es geht dir gut. Bitte. Ja. Ich komme, Ash, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Ich freue mich auf das zweite Mal spielen. Nein. Wir müssen weg, okay? Mein Leben ist einfach zu vergänglich. Chris! Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Der Schnot! Direkt vor unseren Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Er ist ein Psychopath! Und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash! Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt! Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Es war meine Schuld, Matt! Nein, das ist verrückt, wir müssen Hilfe holen! Einfach durchgesägt! Hey, wir werden die Sache klären, Mann! Matt, wir müssen sofort Hilfe holen! Ich weiß nicht... Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg! Ja, das ist das einzig Vernünftige, wir holen Hilfe! Du willst dich doch nur selbst retten! Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Of course. Ah, jetzt sitzt er da. So, er scheint begeistert zu sein. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Alles super. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Nein. Ich bin sehr ehrlich. Der wirft mir jetzt hier Schizophrenie vor, dass ich nur denke, ehrlich zu sein. War es das jetzt schon? Ich meine, er steht wieder da. Nee, komm doch. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nein, natürlich nicht. Das Problem ist, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Leute, es ist bald eine Stunde wieder um. Und bevor wir mit der Rückschau wieder ins Spiel einsteigen, werde ich mich von euch verabschieden. Das war wieder eine Stunde mit Until Dawn. Wir haben sogar ganze zwei Kapitel geschafft. Das macht mich so ein bisschen stolz. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, Anspannung, Angst, Schrecken wie ich. Ich konnte euch das Spiel etwas näher bringen. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Gaming spielt Until Dawn. To the Dawn. Bis zum Morgengrauen. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Zocken und fleißig abonnieren, wer das nicht schon getan hat.
damit ihr auch die nachfolgenden Until Dawn-Teile nicht verpasst. Ich freue mich auf euch und sage ciao, ciao und bis auf dann.